Heute erfährst du eine extrem wichtige Fähigkeit, ohne die es, wenn du mal Fußballprofi bist, extrem schwer wird. Und wie du diese jetzt schon verbessern kannst, dass, falls du mal Profi bist, dann keine Probleme hast in dem Bereich. Aber vorher starten wir mit dem Warm-up. Wie immer, drei krasse Warm-up-Übungen für Fußballer. Für die erste gehen wir in eine seitliche Standwaage rein. Genau, und in der Position nimmst du den oberen Arm an deinen Kopf, an dein Ohr. Du bleibst in der Position. Zack, und dann machst du diese Bewegung aus. Papp, ja. Ellenbogen soll das Knie berühren und am besten Fall ziehst du nicht vorne an, sondern seitlich. Ja, genau. Und dann musst du auch ein bisschen stabiler sein natürlich. 10 Wiederholungen pro Seite. Und wir wollen dazwischen nicht, dass der Fuß aufkommt. Schön langsam ausführen. Oberarm bleibt beim Ohr. Ja. Bleib seitlich, Oberarm zum Ohr. Geh nicht ganz so weit seitlich vielleicht rein, dass du am Anfang merkst schon, sind krasse Übungen, sind schwer, ja. Um natürlich auch besser zu werden im Fußball. Ja, gut so. Schön viel Stabilität, einbeinige Stabilität, ganz wichtig. Sehr gut. Danach gehst du in eine Kniebeuge rein. Beidbeinig, bisschen enger, vielleicht mit den Füßen, das passt schon so. Und in der Kniebeuge bleibst unten ein bisschen aufrechter. Zack. Arbeitest du hier. Wadenheben sozusagen. Sind auch Balance. Bleib tief. Den Po bei den Fersen. Aber hoch, 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 hoch. Richtig rausdrücken. Nee. Schon nicht nach vorne, sondern nach oben. Schau nicht hier nach vorne gehen, sondern direkt nach oben. Okay, direkt. Na, ganz auf die Zehenspitzen hoch. Kurz Pause oben machen. Ja, gut so. Ja, die sind besser. Ja, so ist gut. Merkst du den Unterschied? Ja. Gefühl her. Halte oben ein bisschen und nicht nach außen, schon, nicht nach außen und nach oben. Ja, und halte oben kurz. Höher. Du musst, ja, so ist gut. Sprung den ganz rausstrecken. Sehr gut. 10 Wiederholungen. Genau, für die letzte Übung ist ein bisschen breiteren, aber auch nicht ganz breite Grätsche runter. Führst dir eine einbeinige Kniebeuge aus. Das andere Bein bleibt gestreckt. Du gehst so weit runter, wie es geht. Drückst dich raus auf der anderen Seite. Kann wirklich sehr tief gehen. Bap. Mal 8 Wiederholungen pro Seite. Ja, und weiter tief. Und schau mal, dass du mit dem Oberkörper ein bisschen aufrechter bleibst. Ja, so ist besser. Und Knie nach vorne schieben, noch weiter nach vorne raus. Ja, aber bleib mit der Ferse am Boden. Genau, Knie so weit nach vorne rausschieben, wie es geht. Mit der Ferse, fester mit der Ferse am Boden bleiben, man sieht das. Ja, jetzt wirst du ein bisschen aufrechter auch. Gut so. Gehen wir noch ein bisschen enger mit den Füßen zusammen. Ja. Genau so. Muss man nicht zu weit auseinander gehen. Ja, genau, super. Okay, passt. Das war's mit 3 Warm-Up-Übungen für Fußballer. Jetzt starten wir erstmal mit dem Training. Ab und zu darf auch mal der Spieler sich eine Übung ausdenken, aussuchen. Ja, Mucib hat jetzt mal was gemacht. Vielleicht kannst du es einfach kurz erklären, wie die Übung abläuft. Ja, auf jeden Fall, einer steht bei den Bällen und der andere Spieler hier, es ist ein Dreieck. Der Spieler bietet sich hier an, einmal mitnehmen und direkt peripher den Ball seitlich passen. Und dann ist man hier ein Doppelpass, kommt man hier den Ball, einfach einmal Mitnahme. Erst Doppelpass, oder? Nein, einfach so von hier, also sobald ich den Ball spiele, kannst du hier spielen. Und dann Annahme hinterm Bein, spielen, steil gehen. Abschluss, maximal 2 Kontakte und dann trabe ich da drüben zurück. Dann hier kriege ich einen Chipball von Basti. Mach den flach, am besten hier vom Körper. Dann mache ich einen Ziehen-Fußwechsel, Pop und Dribbling. Das ist ein Tick-Tack. Und dann, wenn man hier ist, Standard-Trick, Torschuss. Und dann kommen 2 Anstoßaktionen. Wir haben so Teile, die zeigen so Farben. Und dann, wenn ich kurz komme, schaue ich, welche Farbe es ist. Entweder lasse ich klatschen oder ich drehe auf den Abschluss. Wenn ihr sowas nicht habt, dann einfach der Mann, der Ball spielt, sagt ihr einfach dreh oder klatsch. Merken. Ja, zack. Guter Chipper, komm. Ziehen rüber und Tempo.
Einmal links, einmal rechts anspielen. Was man noch so zusätzlich einbauen könnte, wenn du hier am Anfang den Ball bekommst, zack, du meinst ja peripher sehen, schaust mir hier aus dem Augenwinkel, dass ich dann entweder mich hier oder hier anbiete, dass du halt dann ganz genau schauen musst, wo der Ball gespielt wird. Also man schaut hier nach oben und muss dann ein bisschen im Augenwinkel schauen, wo ist mein Mitspieler. Das macht dann nochmal ein bisschen anspruchsvoller, wenn ich mich hier hinten anbiete. Sonst die Übung schon ganz gut. Schauen wir, dass du beim raumübergreifenden Dribbling noch größere Schritte machst, mit mehr Tempo. Okay, bei den Ecken Cuts schon kleine meinetwegen, aber sonst größere, ne? Dass du dann noch schneller wirst. Und man könnte auch mal dann, vielleicht machen wir mal zweiten Satz nur innen, dass man noch schneller durchgeht, mit noch mehr Tempo. Gut so und Abschluss. Mit links, komm. Die eine Eigenschaft, die im Profifußball wirklich ganz wichtig ist, aber viele Spieler wissen es gar nicht. Und wie du die verbessern kannst, sind deine Englisch-Sprachkenntnisse. Wenn ein Spieler aus einem anderen Land kommt, was sehr wahrscheinlich ist, wenn du mal in ein anderes Land wechseln würdest, was auch vorkommen kann, wenn nicht alles selber unter Kontrolle, da wird nun mal ganz viel Englisch gesprochen. Und man muss deswegen sehr, sehr gute Englischkenntnisse haben, meiner Meinung nach, als Fußballer. Es erleichtert dein Leben viel mehr. Du kannst dich viel besser mit deinen Mitspielern connecten, du viel besser verstehen, dass du bessere Verbindungen mit denen aufbauen, weil eben sehr viel Englisch gesprochen wird. Und deswegen lern Englisch, pass auf. Und wie wir alle wissen, die Schule ist nicht die beste Möglichkeit, Englisch zu lernen. Zum Beispiel bei mir auf der Realschule immer so 3er-4er Schüler in Englisch. Da habe ich mich selber angefangen mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann habe dann in der Fachoberschule meinem Abi immer 1er-2er in Englisch geschrieben. Ohne dass ich mehr gelernt habe. Ich habe eigentlich fast nie gelernt in Englisch, außer Vokabeln, die musst du natürlich lernen. Und wie du das machst, es gibt zwei sehr gute Möglichkeiten. Du hörst dir Hörbücher an auf Audible, da verlinke ich dir auch einen Link, wo du einen kostenlosen Probemonat bekommst und ein Hörbuch sozusagen geschenkt. Also Hörbücher einfach anhören, auf dem Weg zum Training, nach dem Training, keine Ahnung, vielleicht auf dem Schulweg, vor dem Einschlafen. Englische Hörbücher. Dadurch, das ist viel, viel besser als Filme oder Musik, weil bei Filmen wird doch nicht immer geredet und bei Hörbüchern ist einfach zack, 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 zack durch. Man muss natürlich schon ein bisschen das verstehen. Und was ich dir auch noch mitgeben kann, ist Bücher zu lesen auf Englisch. Und du hast dein Handy mit einer Dictionary-App, einer Übersetzungs-App daneben und einfach die Wörter, die du nicht verstehst, schreibst du raus und lernst sie dann noch zusätzlich. Und dann lernt man ganz viele Wörter, so habe ich das auch gemacht. Und eigentlich Hörbuch hören war der größte, das, was mir am meisten weitergeholfen hat. Und da kannst du auch geile Biografien hören über Profifußballer, Profitrainer. Ja, die haben alle ihre Biografien mittlerweile. Das ist ja auch für dich, denke ich, sehr interessant. Du verbesserst auch deine Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, was dir insgesamt in der Schule dann nochmal alles erleichtert. Von daher, hör Hörbücher auf Englisch und lese Bücher auf Englisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Zum einen musst du weniger lernen für Englisch dann und zum anderen wirst du dich, falls du mal Profifußball wirst, viel einfacher tun, dann mit den Mitspielern zu kommunizieren. Und das ist halt wichtig. Also Tipp von mir, mach das auf jeden Fall, nimm das mit. Schau dir mal den Link von Audible in der Beschreibung an. Kriegst du ein kostenloses Hörbuch geschenkt, womit du starten kannst. Kannst dann mit einer Biografie anfangen über Ronaldo, Messi, Ibrahimovic oder Guardiola, Mourinho. Da gibt es so viele geile Fußballhörbücher auch, die du dir anhören kannst. Und dann verbesserst auch noch dein Wissen in dem Bereich. Okay, im zweiten Satz variieren wir ein bisschen. Jetzt komme ich hier aus der Bewegung rein. Ja, nimm den Ball mit links hoch. Zack, dann spiele ich wieder mit links. Du bist hinter dem Hütchen. Genau gleich, bap. Zack, nimm mal den Ball mit. Dann kriegst du hier den Ball, ja. Jetzt gehen wir rein mit links, aus der Bewegung dribbeln an. Legen kurz ab, sprinten dann hier rein. Den Ball mit und abschießen. Ja, mehr so, ich spiele ihn dann mehr so hier rein, okay? Danach locker hochtraben. Ja, den Ball bekommen. Zack, legen wir uns hier rüber, täuschen Pass an, machen eine Schere, dribbeln jetzt drauf und jetzt dribbeln wir innen durch. Also immer beim Hütchen so einen Cut machen, zack, zack, kannst du viel schneller werden, machst deinen Trick, abschießen, bap, und dann nochmal kurz kommen, jetzt wollen wir Schulterblick auf der anderen Seite machen. Vorerst den Ball, ja?
zack, eine Schulterblickgelb aufdrehen. Torschuss suchen. Nochmal mehr auf der Seite, ja. Zack. Gut, klatschen. Ja. Zack. Und Abschluss. Mit links, komm. Und dribbel drauf, komm. Schade. Gut, Zonen weg und Tempo und Vollgas, komm. Ganz schnell werden, schneller, 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 komm. Ja, besser. Sehr guter Kontakt. Und ab geht's, komm. Und Tempo. Und Tempo. Weiter geht's. Genau, startest hier, zack, kommst kurz, ja. Zack, nimmst den Ball runter, dribbelst hier außen rum und aus der Drehung chippst ihn so mit links über Kopfhöhe zurück. Zack, dann machst du kurz eine Auftaktbewegung, kommst kurz, ja. Wapp, kriegst den Ball, nimmst den Ball an. Ich spiele ein bisschen schräger rein. Dribbelst auf das Stativ durch und dann will ich hier eine Körpertäuschung sehen, je nachdem, welche Farbe ist. Zum Beispiel gelb, Körpertäuschung innen, hier, bap, bap, Schuss antäuschen. Nach innen gehen, Abschluss. Rot, meinetwegen zum Beispiel Körpertäuschung außen. Vielleicht ein bisschen so. Körpertäuschung außen. Dann auch hier Schuss antäuschen, nochmal weiterführen und Abschluss mit links. Okay? Danach ganz locker nochmal nach hinten traben. Kommen wir nochmal kurz. Ja, zack. Nehmen den Ball mit, schauen, sagen die Farbe gelb. Körpertäuschung innen, runter, innen, außen. Und dann hier von außen, von oben rein. Schnell durch, wie du möchtest. Hier auch noch mal einen kurzen Trick und ab, schnell abschließen. Ja. 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 Der kurze, ganz, ganz kurze Chipball mit links hat jetzt noch nicht so gut funktioniert. Deswegen werden wir da noch ein paar Wiederholungen jetzt am Ende reinmachen. Und dann kommen wir noch eine Challenge. Aber bei der kurzen Distanz geht der Chipball mit der Innenseite eher nicht. Deswegen wollen wir hier so am Mittelfußknochen treffen und damit unten durchgehen und noch ein bisschen mit der Fußspitze eben anheben. Aus der Drehung ist gar nicht so einfach. Also man sieht schon, der Ball ist sehr lang in der Luft. Ist dann dadurch auch nicht so scharf, weil wirklich keinen scharfen Ball spielen und mit links ist schon schwer, das zu machen. Kann aber im Spiel auch mal nützlich sein. Ja, super. Gut so. Okay, passt. Machen wir noch Challenge. Immer abwechselnd. Ein Ball. Du darfst dir einen aussuchen. Die müssen alle liegen bleiben, nicht verändern. Ins Tor, okay? Ins Tor ein Punkt. Latte drei Punkte. Du darfst anfangen. Dann lass Schüsse. Ja, lass Spannschüsse machen. Gute Idee. Boah! Naja, vorher aufkommen. Jetzt wird es halt schwerer bei Spannschüssen. Ja, der ist gut. Okay, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest was mitnehmen. Bleib dran. Demnächst gibt es wieder eine Komplettanleitung für Fußball über ein Thema, wie du wirklich in diesem Bereich, zum Beispiel Schnelligkeit oder Hüftverletzungen, Torschuss, da besser werden kannst. Von daher abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.